Willkommen zurück. Ganz ähnlich wie man Äquivalenzrelationen als Verallgemeinerung der Gleichheit auffassen kann, kann man auch die ihm vertrauten Relationen kleiner als und kleiner gleich verallgemeinern. Was dabei herauskommt, nennt man Ordnungsrelationen. Wir beginnen hier mit den einfachen Ordnungsrelationen, die sich am kleiner gleich orientieren. Wir werden alle Relationen, die reflexiv, antisymmetrisch und transitiv sind, solche partiellen Ordnungen oder Halbordnungen nennen. Partiell geordnete Mengen oder Englisch partially ordered sets sind für die Mathematik und Informatik so wichtig, dass sich für diese sogar ein eigener Kurzbegriff PoSet etabliert hat. Aber was meint partiell geordnet? Nun, eine Menge ist auch dann noch partiell geordnet, wenn sie Elemente enthält, die man nicht miteinander vergleichen kann, die also gar nicht in Relation zueinander stehen. Bei einer sogenannten totalen Ordnung ist es hingegen so, dass immer A steht in Relation zu B oder B steht in Relation zu A gelten muss. Bei einer partiellen Ordnung wäre das eben nicht erforderlich. Am besten verdeutlicht man sich das wieder an Beispielen. Die normale Kleiner-Gleich-Relation ist auf der Menge der ganzen Zahlen eine totale Ordnung. Sie ist reflexiv, jede Zahl ist kleiner gleich sich selbst. Sie ist antisymmetrisch, wenn A kleiner gleich B ist, dann kann B nur kleiner gleich A sein, wenn A gleich B gilt. Und sie ist transitiv, aus A kleiner gleich B und B kleiner gleich C darf man A kleiner gleich C folgern. Außerdem können wir für irgendwelche Zahlen A und B immer sagen, dass entweder A kleiner B oder B kleiner A oder A gleich B gilt. Es ist also sichergestellt, dass entweder A in Relation zu B steht, B in Relation zu A oder im Fall der Gleichheit sogar beide Richtungen stimmen. Deswegen nennt man diese Ordnung total. Ein einfaches Beispiel für eine nur partielle Ordnung ist die Relation Teilmenge auf der Menge aller Mengen. Auch die ist reflexiv, jede Menge ist ihre Teilmenge. Sie ist auch antisymmetrisch, A ist Teilmenge von B und B ist Teilmenge von A, gilt nur dann, wenn A gleich B gilt. Und auch die Transitivität ist hier kein Thema. Aber denken Sie sich mal ein, zwei beliebige endliche Mengen der natürlichen Zahlen, die gar keine Elemente gemeinsam haben. Also zum Beispiel die Menge der Zahlen 1, 3 und 5 und die Menge der Zahlen 2, 4 und 6. Weder ist die erste Menge eine Teilmenge der zweiten, noch umgekehrt. Die Mengen kann man mit dieser Relation also gar nicht miteinander vergleichen. Die stehen nicht in Relation zueinander. Deswegen sagt man, die Ordnung durch die Teilmengenbeziehung ist auf der Menge aller Mengen eine partielle Ordnung. Dasselbe gilt für die Teilerrelation in den ganzen Zahlen. Jede Zahl teilt sich selbst, ist also reflexiv. Und wenn A die Zahl B teilt und gleichzeitig B die Zahl A teilt, da muss auch A gleich B gelten. Das ist also antisymmetrisch. Und auch hier ist die Transitivität klar. Aber ich kann etwa die 2 und die 3 gar nicht miteinander in Beziehung setzen, weil weder 2 die 3 teilt, noch 3 die 2 teilt. Die Ordnung ist also auch wieder nur partiell. Die ist kleiner als Relation ist hingegen gar keine partielle oder totale Ordnungsrelation, weil sie nicht reflexiv ist. X ist nicht kleiner als es selbst und damit eben auch gar nicht antisymmetrisch sein kann. Keine Zahl ist kleiner wie sie selbst. Um diese Relation überhaupt irgendwie mitzuerfassen unter den Ordnungsrelationen, brauchen wir also noch einen weiteren Begriff von Ordnung. Für diese Art von Relationen benutzt man den Begriff der strengen oder strikten Ordnung oder Striktordnung. Und so nennt man alle Relationen, die irreflexiv und transitiv sind. Das reicht. Dabei lässt sich erneut zwischen einer strengen Halbordnung, wo man nicht alle Elemente miteinander vergleichen kann, und einer strengen Totalordnung unterscheiden. Für eine strenge totale Ordnung muss für alle Elemente der Menge gelten, dass entweder A in Relation zu B steht, B in Relation zu A steht oder wenn keins von beiden der Fall ist, dann muss A gleich B gelten. Diese Eigenschaft nennt man auch Trichotomie. Wichtig ist festzuhalten, dass strenge Ordnungen kein Spezialfall von einfachen Ordnungen sind. Wir ersetzen ja die Reflexivität durch die Irreflexivität und damit fällt eben auch die Antisymmetrie. Als Paradebeispiel können wir uns für eine strenge totale Ordnung das ist kleiner als merken. Ein anschaulicheres Alltagsbeispiel wäre: Auf der Menge aller Menschen ist A ist ein Vorfahre von B, eine strenge Halbordnung, aber keine strenge Totalordnung. Denn das ist irreflexiv, man kann nicht sein eigener Vorfahre sein, aber es ist transitiv, wenn A ein Vorfahre von B ist und B ist ein Vorfahre von C, dann ist A auch ein Vorfahre von C.
innerhalb einer direkten Linie eines Stammbaumes gilt auch für alle Menschen, dass sie entweder sie selbst sind oder ein Vorfahre des anderen oder es ist umgekehrt, also ist die Trichotomie erfüllt. Aber man kann ja zum Beispiel auch Geschwister haben, die sind weder ihr Vorfahre noch ihr Nachfahre oder alle möglichen Menschen, die gar nicht mit ihnen verwandt sind, könnten sie da auch nicht mit vergleichen. Also ist das keine totale strikte Ordnung, sondern eben nur eine partielle oder eine Halbordnung. Jetzt fehlen uns nur noch die Funktionen. Eine naive Fassung des Funktionsbegriffs, die sich häufig auch schon in der Schule findet, ist, wenn man zwei nicht leere Mengen A und B hat und eine Vorschrift F, sodass jedem Element von X aus der Menge A in eindeutiger Weise ein Y aus der Menge B zugeordnet wird, dann nennt man das eine Funktion und schreibt F von X gleich Y. Ein paar einfache Beispiele und Gegenbeispiele. Von R nach R ist durch die Gleichung F von X gleich 7x² plus 5x minus 4 eine Funktion definiert. F von X gleich 1 durch X definiert auf ganz R hingegen keine Funktion, weil es keinen Wert gibt, der durch diese Gleichung X gleich 0 zugeordnet wird. Also F von 0 existiert nicht. Wir müssten also die Menge A verändern, nämlich die 0 weglassen. Dann hätten wir eine Funktion. Auf n ist schon so ein harmloser Ausdruck wie f von x ist gleich 3 mal x minus 5 keine Funktion, weil für Zahlen kleiner 3 dann f von x keine natürliche Zahl wäre. Hier müssten wir die Menge b anpassen, um daraus eine Funktion zu machen. Andererseits ist die Zahlenfolge an, die jeder Zahl n ihren Kehrwert zuordnet, eine ganz ordentliche Funktion von n nach q oder von n nach r. 0 war ja keine natürliche Zahl, also gibt es hier mal kein Problem. Und dass gar nicht alle reellen Zahlen, sondern nur positive rationale Zahlen als Werte für an vorkommen, ist kein Problem. Also in dieser Menge b, in die da herein zugeordnet wird, da dürfen schon auch noch mehr Elemente drin liegen, als die, die dann tatsächlich als Funktionswert getroffen werden. Wir verlangen eben nur, dass jedes x ein f von x gleich y hat, aber eben nicht umgekehrt, dass es für jedes y auch ein x gibt, für das f von x gleich y gilt. Durch die Teileranzahlformel aus der letzten Lektion ist auch eine Funktion gegeben, die jeder natürlichen Zahl eine natürliche Zahl eindeutig zuordnet, nämlich die Anzahl ihrer Teile. Und, das überrascht vielleicht auch etwas, jede Abbildung der Ebene auf sich selbst ist eine Funktion von R2 nach R2. Man kann zum Beispiel für die Achsenspiegelung an der Geraden y gleich minus x feststellen, dass diese jeden Punkt xy auf dem Punkt minus yx abbildet. Funktionen sind nun aus etwas abstrakterer, verallgemeinerter Sicht Spezialfälle von Relationen, für die einfach noch zwei zusätzliche Bedingungen gelten. Im Übrigen sind die Begriffe Funktion und Abbildung in der Mathematik völlig gleichwertig. Eine Abbildung ist eben auch nichts anderes als eine linkstotale und rechtseindeutige Relation. Also, linkstotal. Was meint das? Das meint, dass für jedes x aus der Menge a auch wirklich ein y aus der Menge b existiert, das mit dem x in Relation steht. Zweitens, die Relation ist rechtseindeutig. Das ist hier etwas gefinkelt aufgeschrieben. Wenn Sie ein y und ein y' in b finden und die beide mit demselben x aus a in Relation stehen, dann haben Sie eigentlich gar nicht zwei verschiedene y und y' vor sich, sondern y war schon dasselbe wie y'. Das kann man auch so sagen, es gibt eben auch höchstens ein y in b, das zu einem x aus a in Relation steht. Oder noch einmal anders, verschiedene y aus b können auch nur zu verschiedenen x aus a in Relation stehen, nicht zu ein und demselben x. X kann, nochmal anders gesagt, nicht mehrere Funktionswerte gleichzeitig haben. Über diese beiden Eigenschaften lässt sich die Funktion dann eben als eindeutige Zuordnung, als spezielle, linkstotale und rechtseindeutige Relation definieren. Links und rechts meint hier, was links und rechts von dem Relationszeichen steht. Jetzt klären wir noch ein paar Bezeichnungen, jedenfalls so gut das geht, weil leider nicht alle Bezeichnungen in allen Mathematikbüchern ganz gleich verwendet werden. Als Definitionsmenge wird jedenfalls üblicherweise die Menge A bezeichnet,
aus der wir unsere X herausholen. Man kann auch Definitionsbereich sagen, wenn diese Menge ein Zahlbereich ist, also N, Q, R oder sowas, was gar nicht zwingend so sein muss, könnte ja auch sein, die Menge aller Graden, und die ist dann kein Zahlbereich. Da würde man ja Definitionsmenge als Definitionsbereich sagen. So, jetzt wird's blöd. Die Menge B, aus der die Y-Werte kommen, unproblematisch ist es mal, die Menge als Zielmenge oder entsprechend als Zielbereich zu bezeichnen. In einigen Büchern wird diese Menge auch Wertemenge oder Wertebereich genannt. Wir werden aber gleich sehen, dass das zu ungünstigen Verwechslungen führen kann. Als Graph der Funktion bezeichnet man normalerweise genau die Relation, also die Teilmenge des kartesischen Produkts der beiden Mengen. Wenn beide Mengen zum Beispiel die reellen Zahlen sind, dann wäre die Menge aller Paare von x-Wert und y-Wert der Graph der Funktion. Und weil es unendlich viele solche Paare gibt, stellt man so einen Graphen von R nach R gerne in einem Koordinatensystem auszugsweise auch grafisch dar. Das klappt aber schon dann nicht mehr, wenn wir an Abbildung von Zahlenpaaren der Ebene auf Zahlenpaare der Ebene denken. Dann bräuchten wir ja schon quasi ein vierdimensionales Koordinatensystem, um wirklich den vollständigen Graph zeichnen zu können. Dasjenige Y, das einem bestimmten X zugeordnet ist, nennt man auch Bild von X oder eben den Funktionswert von X. Das kennen Sie so eh aus der Schule. Jetzt wird es wieder etwas blöder. Wenn man alle Y aus B zu einer Menge zusammenfasst, die auch wirklich von irgendeinem X als Funktionswert angenommen werden, dann kann man das auf jeden Fall mal die Bildmenge oder, wenn es um Zahlen geht, den Bildbereich nennen. In einigen Büchern wird die Bildmenge aber auch Wertemenge genannt und das ist jetzt verwirrend, weil andere Bücher eben die Zielmenge Wertemenge nennen. Die Bildmenge ist auf jeden Fall immer eine Teilmenge der Zielmenge, aber es kann durchaus sein, dass es eben gar nicht alle Elemente der Zielmenge in die Bildmenge hereinschaffen. Wenn Sie irgendwo Wertemenge oder Wertebereich lesen oder hören, müssen Sie immer ganz genau nachschauen oder eben nachfragen, ob jetzt eigentlich die Bildmenge gemeint ist, wo nur die Y drin sind, die von X als Funktionswert angenommen werden, oder ob die ganze Zielmenge gemeint ist, denn der Unterschied ist im Allgemeinen nicht egal. Während jede Funktion links total und rechts eindeutig ist, sonst ist sie keine Funktion, also jedem X-Wert immer nur ganz genau ein Y-Wert zuordnet, kann man beide Eigenschaften aber auch noch umdrehen und kommt dann zu speziellen Funktionen, die auch interessante Eigenschaften haben. Man nennt diese Funktion surjektiv, wenn sie zusätzlich auch noch rechtstotal sind, bei denen also tatsächlich jedes Element y der Zielmenge auch Funktionswert von mindestens einem x aus der Definitionsmenge ist, oder wo man jetzt sagen würde, Zielmenge, Bildmenge, Wertemenge ist eh alles gleich, ja? Und die Funktionen, welche zusätzlich zu den beiden Bedingungen oben auch noch links eindeutig sind, die heißen injektive Funktionen. Links eindeutig meint, wenn Sie irgendein y aus der Zielmenge hernehmen, dann hat das immer nur höchstens ein x aus der Definitionsmenge, so dass y ein Funktionswert von x ist. Anders gesagt, verschiedene x-Werte müssen bei injektiven Funktionen auch verschiedene y-Werte haben. Und wenn eine Funktion alle beiden zusätzlichen Bedingungen erfüllt, also injektiv und surjektiv ist, dann nennt man sie auch bijektiv. Nun gibt es aber einen Trick, wie man aus sehr vielen Funktionen surjektive oder injektive Funktionen machen kann. Wenn eine Funktion nicht injektiv ist, so kann es helfen, den Definitionsbereich so weit einzuschränken, dass jeder Funktionswert nur noch von einem einzigen x erzeugt wird. Und wenn eine Funktion nicht surjektiv ist, kann man immer die Zielmenge durch genau die Bildmenge ersetzen, also nur noch die Menge da angeben, die auch tatsächlich als Bilder angenommen werden. Mit einzelnen Beispielen für solche injektiven, surjektiven und bijektiven Funktionen beschäftigen wir uns dann gleich noch in den Übungen. Doch zuvor noch einige Überlegungen dazu, wie wir anhand der Darstellung eines Graphen, einer Relation, die zwischen Zahlbereichen definiert ist, in einem Koordinatensystem einfach erkennen können, a, ob es sich überhaupt um eine Funktion handelt und b, welche dieser beiden Eigenschaften, injektiv und surjektiv, gegebenenfalls gegeben sind. Damit unsere Relation überhaupt eine Funktion ist, muss jede beliebige Parallele zur y-Achse, die durch ein x aus unserer Menge a verläuft, mindestens einmal geschnitten werden. Das nennt man linkstotal. Sie darf aber auch nur höchstens einmal geschnitten werden. Das ist die Rechtseindeutigkeit.
Zusammengefasst, jede solche Parallele zur y-Achse muss genau einmal getroffen werden, damit es sich um eine Funktion handelt. Und ganz analog ist es für die Surjektivität so, dass jede Parallele zur x-Achse, die durch ein y aus unserer Menge b verläuft, mindestens einmal geschnitten werden muss. Das nennt man rechtstotal. Für injektive Funktionen gilt analog, dass jede solche Parallele zur x-Achse nur höchstens einmal geschnitten werden darf. Und wenn jede beliebige solche Parallele zur x-Achse genau einmal geschnitten wird, dann ist die Funktion bijektiv. Letzter Inhalt für dieses Semester, die Umkehrfunktion. Das muss man jetzt zu lesen wissen. Wenn man zu einer Funktion den Funktionswert f von x für ein x bestimmt, dann ist die Umkehrfunktion genau die Funktion g, die man auf diesen Funktionswert anwendet, so dass am Ende wieder das x herauskommt. Und das muss wirklich für alle x mit derselben Funktion g funktionieren, no pun intended. Ein einfaches Beispiel. Wenn unsere Funktion von r nach r 3x lautet, dann wäre die dazu passende Umkehrfunktion ein Drittel x. Denn die Verdreifachung und dann anschließend ein Drittel nehmen, hebt sich ja auf und es kommt wieder das alte x heraus. Letzter Satz der Vorlesung. Eine Umkehrfunktion existiert genau dann, wenn die Funktion selbst bijektiv ist. Denn die Umkehrfunktion muss ja, wie der Name schon sagt, selber eine Funktion sein. Das setzt aber voraus, dass ich zu jedem f von x auch wieder genau ein x finde, auf das ich es zurück abbilden kann. Das, was für die Funktion f als Eigenschaft Injektiv und Surjektivität sind, wird für die Umkehrfunktion genau zur Rechtseindeutigkeit und Linkstotalität, also zur Voraussetzung dafür, dass die Umkehrrelation überhaupt eine Funktion sein kann. Wobei, man kann natürlich Definitions- und Wertebereich der Funktion auch unter Umständen wieder so anpassen, dass die Funktion bijektiv wird, dann existiert auch eine Umkehrfunktion. Abschließende Bemerkung, die Umkehrfunktion schreibt man auch gerne als f hoch minus 1, was etwas verwirrend ist, weil f hoch minus 1 könnte ja auch der Kehrwert der Funktion bedeuten, das ist aber nicht gemeint. Es ist auch noch verwirrend, weil f hoch minus 1 man auch benutzen kann, um zu sagen, ich betrachte das Urbild, wenn ich jetzt schreibe f hoch minus 1 von x, kann ich das auch so sagen, das ist das x, was auf f abgebildet ist, ohne dass da unbedingt schon eine ganze Umkehrfunktion da sein muss. Also muss man immer ein bisschen genau hingucken, was mit f hoch minus 1 im Einzelfall konkret gemeint ist. Dann praktisch bestimmen kann man für durch Gleichung gegebene Funktionen die Umkehrfunktionsgleichung durch Vertauschen von x und y und anschließend Auflösen nach y. Das machen wir aber noch in der Repetitoriumssitzung. Ist die Funktion eine, die von einer Teilmenge von r in eine Teilmenge von r abbildet, also in ein Koordinatensystem einzeichenbar ist, dann entsteht der Graph der Umkehrfunktion durch Spiegelung an der ersten Hauptdiagonalen, also der Gerade y ist gleich x. Es gibt Funktionen, die ihre eigenen Umkehrfunktionen sind. Dazu gehört mal logischerweise die Identität, also y ist gleich x. Aber auch alle Funktionen, deren Graph achsensymmetrisch zu y ist gleich x verläuft, sind ihre eigenen Umkehrfunktionen. Das sind insbesondere alle Hyperbeln der Form c durch x. Wenn man ein bisschen schummelt und diese noch so vervollständigt, dass für die Zahl 0 als Funktionswert 0 herauskommen soll. Ja, oder dadurch, dass man halt eher ohne 0 schreibt, dann haben wir das Problem auch nicht. So, damit sind wir tatsächlich am Ende des Vorlesungsteils dieser letzten Lektion angekommen. Sie dürfen noch ein letztes Mal Schnitzel jagen, Sie dürfen noch eine kleine Übungseinheit zu Ordnungsrelationen und Funktionen sich anschauen. Dann haben Sie sich gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr verdient. Auf Wiederschauen, Baba.